keine rosigen Zeiten am Roseneck. Die Hockeydamen des TC 1899 Blau-Weiß Berlin setzen die Serie der eher unglücklichen Spielausgänge fort und verlieren ihr Heimspiel gegen den Feudenheimer HC aus Mannheim mit 0-2. Das Schwerste für uns war heute wirklich in dem letzten Viertel von denen den Ball festzumachen, da den Ball zu behaupten und dann unsere Angriffe wirklich bis zum Tor durchzuführen. Von Beginn an zeigen die Gastgeberinnen ein gutes Kombinationsspiel. Bis zur Halbzeit hätten die Blau-Weißen daher durchaus 2-0 führen können, vielleicht sogar müssen, denn so klar und eindeutig sind die Chancen. Fee Schwettmann trifft nur den Pfosten, 60 Sekunden später kommt dann auch Sophia Füge vor dem Tor zum Abschluss, trifft den Ball leider aber nicht so richtig. Schließlich stehen die Gäste dann defensiv sehr stabil. So entwickelt sich in den ersten Vierteln ein extrem kämpferisches, sehr zweikampfintensiv geführtes Spiel. Wir wollten uns aufs Verteidigen konzentrieren. Ich glaube, da haben wir uns am Anfang ein bisschen schwer getan mit, weil wir dann doch auch ein paar Ecken schon kassiert haben im ersten Viertel. Auch nach der Pause suchen die Hauptstädterinnen Mittel und Wege zum Tor der Gäste. Allerdings das alte Spiel. Es werden wieder beste Chancen ausgelassen. Manchmal zu zögerlich, mitunter zu unentschlossen. Dann wird das Tempo verschleppt oder es fehlt an der nötigen Präzision. Ungenaue Pässe lassen dann die Gegnerinnen aus Baden-Württemberg zu oft den Ball gewinnen. Und so kommt es, wie es so häufig kommt, in solchen eigentlich gut geführten Spielen. Es treffen die Gegnerinnen. Hier sind es Luisa Höfling, Conradi und Luzi Noor im letzten Viertel für die Mannheimerinnen. Ich denke, da war der Abschluss einfach ein bisschen hubbelig, unkonzentriert manchmal. Dann war eine verstoppt, dann ging Fuß. Da müssen wir wirklich nochmal dran arbeiten und da auf jeden Fall unsere Chancen besser verwerten. Bereits einen Tag später, am Sonntag also, findet auf der Anlage im Grunewald das nächste Heimspiel statt. Diesmal geht es gegen den TSV Mannheim. Und auch in diesem Match müssen die Hauptstadt-Ladies sich geschlagen geben. Erneut 0-2. Ganz bitter. Es zählen jetzt einfach Punkte. Das heißt, natürlich nehmen wir uns vor, in jedem Spiel Punkte zu holen. Ob das drei oder einer ist, ist erstmal egal, aber wir wollen natürlich in jedem Spiel jetzt einen Dreier holen. Und gerade deswegen werden nun Fehler analysiert und es wird fleißig weiter trainiert, damit es am kommenden Samstag gegen den Nürnberger HTC endlich wieder rosige Zeiten am Roseneck gibt.